Beim Glockenturm der Kathedrale hat Kutscher Manolo Belmar Ruiz seinen Standplatz. Von hier aus fährt er seit 10 Jahren Touristen durch seine Heimatstadt Sevilla. Die Strecke ist immer die gleiche. Altstadt, herrschaftliche Paläste und subtropische Gartenanlagen. Von allem ein bisschen. Man sagt von uns, dass von allen Spaniern wir das ruhigste Temperament haben. Wir stehen später auf als die anderen und sehen alles eben ein bisschen entspannter. Das Leben in Madrid oder Barcelona ist viel stressiger als bei uns. Und wegen der vielen Sonne spielt sich unser Leben viel im Freien ab. Sevilla liegt am Fluss Guadalquivir, dem einzigen schiffbaren Fluss Spaniens. Das hat vor gut 500 Jahren den Wohlstand Sevillas begründet. Die Stadt war damals Zentrum des spanischen Seehandels, obwohl sie gar nicht am Meer liegt, und wurde eine der reichsten Städte der Welt. Dieser Turm heißt Goldturm, weil er früher mit vergoldeten Fliesen verkleidet war. Hier lagerte auch das Gold, das damals mit Schiffen aus Amerika mitgebracht wurde. Das Zentrum der Macht befand sich damals hier, im Alcázar. Errichtet wurde der Großteil des Gebäudes im 14. Jahrhundert von dem christlichen König Peter I. im maurischen Stil. Der Königspalast ist das bedeutendste Bauwerk Spaniens dieser Art. Die Kuppel des Thronsaals ist mit vergoldetem Zedernholz geschmückt. Der Alcázar ist die Touristenattraktion Sevillas und gehört zum Welterbe der UNESCO. Die Gartenanlage ist 100.000 Quadratmeter groß. Auch im Sommer ist es hier sehr beschaulich. Ich finde es faszinierend, wie die Architektur dem Klima hier Rechnung trägt. Im Sommer haben wir leicht 47 Grad Celsius im Schatten und man hat damals so gebaut, dass man auch heute noch die hohen Temperaturen gut ertragen kann. Nur wenige Schritte entfernt das religiöse Zentrum, die größte gotische Kathedrale der Welt. Auch sie gehört zum Welterbe der UNESCO. Und weiter geht die Fahrt mit ins angrenzende Altstadtviertel Santa Cruz. Jetzt fahren wir in das älteste Stadtviertel hinein. Hier gibt es viele kleine Gassen. Das ist ein bisschen schwierig für das Pferd. Die Straßen sind gepflastert und wie Sie sehen, ist es ganz schön eng. Hier gibt es sehr gute Tapas. Der Legende nach soll die Tapas-Kultur in Sevilla erfunden worden sein. Die älteste und berühmteste Tapas-Bar ist das Reconcilio von 1670. Die Sevillaner lieben es, sich bei einem kleinen Imbiss zu treffen und das, wenn möglich, auch mehrmals am Tag. Man kann zwischen 60 bis 70 verschiedenen Tapas-Sorten wählen. Die älteste, die es hier schon seit Jahrhunderten gibt, ist Spinat mit Kichererbsen. Tapa bedeutet ursprünglich eine kleine Portion Essen. Ein Stück Salami, Fleisch, Schinken oder Käse. Damit hat man dann sein Glas abgedeckt, um es wegzutragen. Zum Abschluss zeigt Manolo Belmar Ruiz seinen Gästen den Parque María Luisa mit den Pavillons, die 1929 für die Iberoamerikanische Ausstellung errichtet wurden. Heute Museen und Universitätsgebäude. Und für den Abend hat er auch noch einen Tipp. Er empfiehlt den Besuch einer Flamenco-Bar. Denn auch diese berühmte spanische Musik hat ihre Wurzeln in Sevilla.